Hallo Na, schön, dass ihr wieder da seid. Moin Freunde, was geht ab? Neue Runde im Holy Moly Cup. Spiel Nummer 2, die erste Begegnung. Falls ihr sie nicht gesehen habt, unbedingt angucken. War nicht gut. Gonzales ist nicht begeistert, aber Gonzales hat jetzt die Qual der Wahl. Okay. Hier schon mal, auf welche Seite zieht sich? Also, Levante ist die Zahl und Bulgarien ist das Männchen hier. Ja, ne? Hier der Apothekermann. Der Apothekermann auf der Krankenkasse. Oh, red ich nervös, hoffentlich fange ich die Münze auf. Und? Was willst du denn? Was wäre dir am liebsten? Also Levante hat natürlich den besten Torjäger, ne? Mhm. Und Bulgarien ist eine Nationalmannschaft, aber so ein Berbatov läuft da leider nicht mehr rum. Oh, vielleicht ein Robert Mack. Genau der. Und ich zahle es euch besser. Oh, Bulgarien, alles klar. Alles klar, dann bin ich wieder heim. Ich bin schon wieder hier. Meine Fresse, das läuft ja. Ui, tolle Trikots. Oh. Nimmst du Pink oder was? Oh, hier, Alter, ich habe sogar, Alter, nee, ich nehme hier. Heim. Heim. Gut, dann machen wir mal in die Aufstellung. Ja, bis gleich. Oh, hier beim Warmmachen kommen wir wieder rein. Das ist in Kürze. Ist das Boateng? Das ist Boateng. Ach du meine Güte. Deswegen müssen wir aufpassen. Der Top-Torjäger des Holy Moly Cups. Der ist natürlich eine Maschine, ne? Der Real Madrid hat auch schon gesagt hier, ne? Den gucken wir uns nochmal genauer an. Aber gegen Bulgarien, gegen Popov. Popov ist übrigens mein Star, der im Mittelfeld. Okay. 77 Stärke. So, dann willkommen im zweiten Spiel des Holy Moly Cups. So sieht's aus. Roger ist auch im Sturm. Roger, ja. Oh, der ist ja schnell. Das, damit kann ich gar nicht mehr umgehen. Ich habe Roger Schmidt, ja. Hab ich. Ach, den hast du? Hm? Hast du ihn kurz aktiviert? Ja. Ich gesagt, komm mal her hier, das ist doch nichts. Der bringt natürlich Erfahrung mit, ne? Ja. Und ich habe gehört, Tore konnte er schießen. Oh, der ist der Boateng, der sieht ja klein und wendig aus, ne? Der ist natürlich... Und Roger, der zeigt auch gleich, warum er in die Startelf gekommen ist. Wollen wir was anderes machen? Boateng ist auch bewegt. Weißt du, warum ich gerade irritiert war? Ja. Der in der Innenverteidigung hat auch die 9. Warum, was habe ich denn momentan für Teams? Mann. Ach nee, 9-10. Sorry. 9-10. Aber ich dachte, Gott sei Dank, 9 und 10. Ja, beide. Gut. Mal wieder liege ich hinten. Der Holy Moly Cup. Also so ein spaßiges Format habe ich noch nie gehabt. Also. Halleluja. Das soll ja auch nicht für dich unbedingt spaßig sein, ne? Sondern für unsere Zuschauerschaft. Ja? Ja. Der war schlecht. Ja, der war schlecht, ja. Das sage ich zu meinem Team auch. Jedes Mal. Also ich hoffe ja, dass die erste Liga sind, ne? Weil für die zweite sind die ja on point. Sind sie? Ja. So, Bulgarien, du, für die würde noch eine zweite Nationalmannschaftsliga aufgemacht werden. Das sag ich dir. Kinderau! Genau! Was für Scheiß? Was will er mir denn erzählen? Was will er mir denn erzählen hier? Dass er gut mit links schießen kann? Ja, kann er. Oh, der ist auch lange in der Luft, der Ball. Der ist ja unberechenbar. Ja. Pass mal auf. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass du sehr defensiv spielst. Wie viele bei dir immer noch hinten sind? Das liegt an der Aufstellung, die ich habe. Ich weiß nicht, wohin. 4-5-1. Hol dir das mal an. Die stehen hier alle auf dem Haufen. Jetzt durch. Oh, jawohl. Und es ist irgendwie so wie beim letzten Mal. Das heißt, ich verliere nur 4-1. 5. Nein. Ach so. Ja, vielleicht ändert sich das. Vielleicht wird er ja auch ein bisschen hoch. Überheblich jetzt. Was willst du? Überheblich. Ja, ja. Hol dir das mal an, wie die hier. Kommt wieder alles an und ist... Guck, es ist die gleiche Scheiße wie vorhin. Es ist die gleiche Scheiße. Mann. Es ist exakt derselbe Spielverlauf wie eben. Nur du kriegst das bei einem mehr. Ja. Ja, dann war das auch das letzte Spiel für heute. Hä? Ja, nee. Gib mal hier meinen Botchikov, meinen Innenverteidiger. Oh ja, beweglich. Oh hier. Ja. Was ist das? Was ist das für ein Move? Kannst du das nochmal machen? Du hörst auf zu spielen.
Das macht nichts, weil mich das aufregt. Torwart ist. Ja! Genau! Genau! Oh Gott! Levante! Was die sind hier on fire! Was ist hier los, Alter? Und Boateng, seine bemerkenswerte Form in dem Turnier. Da geht alles bei dem, oder was? Ja. War sein erstes Job in diesem Spiel. Ist es immer noch erste Halbzeit? Ja. Ja. So, gut. Können wir das jetzt hier mal beenden? Hey. Na, sagt die PlayStation. Marvin, Tore, die machen wir. Die bereiten wir. Hier, guck dir das an. Das machen wir für dich schon. Mitlauf, warum stoppst du? Ja, guck mal, da war er zu viel. Da war er zu viel. Der war aber gar nicht so doll aufgeladen. Der hat auch schon gelb, oder? Ich kann schon wechseln. Ich auch. Oh, nee. Ja, komm, scheißegal. Wen hab ich da? Och, alles klar, ich hasse mich. Dein Bester? Nee, ZDM eingewechselt für den linken Verteidiger. Nee, der hatte jetzt auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel. Oh, hier, der ist er. Das ist der Neue. Der macht jetzt linker Verteidiger. Ah, guck mal, hier. 100% Zweikampfquote. Was läuft bei denen? Du meinst keinen Fehlpass? Das auch. Keinen richtigen Pass? Ja. Ah, guck! Zwei Schüsse aufs Tor. Das war mein Plan. Also. Gut. Wie schieße ich jetzt noch 4 Tore? Und kriegst keins mehr. Und krieg keins mehr. Das ist jetzt hier die große Preisfrage. Na, verteidigungsmäßig sind wir natürlich hier absolute. Roger! Oh, da wackelt das so. Das wackelt nach der 90. Minute noch. So wie er da entgegengezimmert hat. Sehr gut, Tone F. Mann, Roger, ey. Da war der Torwart, er hat auch nur zugeguckt. Such Rangelow. Der war in der Zeitlupe sogar zurück. Der Junge kann nicht flanken, oder was? Der Rangelow, oder? Ach ja. Das war der Rangelow. Oh, jetzt wäre das hier ein richtig spitzendes Spiel. Spitzendes Spiel? Ein spitzendes, ja. Ja, wenn ich auch mal ein Tor schießen würde, wäre es nicht schlecht. Der Linksverteidiger nochmal auf dem Weg. Und Ruger! Ah! Oh, ja, Ruger! Was kann ich noch? Linksverteidiger noch auswechseln? Nee. Ivy! Nee. Nee, ich bin Marcel. Oh nein! Ich habe uns für Seite geguckt! Weiß ich nicht, was ich gewechselt habe. Irgendwas Gutes. Ja, Marcelinho. Ja. Guck mal, Marcel. Der hört sich doch schon. Der hört sich, ja. Danke, danke. Toll, 5-1. Kann ich bitte auch mal ein Team haben, womit man vernünftig haben? Bitte! Aber wenigstens nicht im Fall. Guck mal, wie toll er das macht hier. Oh, toll! Aber Roger, der setzt ihn noch gut unter Druck. Ach, Roger, Roger. Weißt du, wer das ist? Das ist der Ömer Toprak von Dortmund. Und das war gerade Yusuf Paulin. Ach Mann, ey. Er läuft ihn gut an und er weiß nicht wohin. 3 Tore, Roger. Du willst ihn nur in der Liste oben haben mit Boateng. Das Problem ist, in der nächsten Runde kriege ich die vielleicht ja nicht. Da hast du die Starspieler hier. Es geht nie 5-1 aus, ne? Es geht nie. Nee, es muss immer noch. Wenn 5 ist, dann muss es 5-2. Aber es ist auch. Es kann doch nicht angehen, dass ich dann immer, wenn es um nichts mehr geht, wenn der sowieso schon der Drops gelutscht ist, dann weiß ich plötzlich, wie die Tore schießen gehen. La 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 la. Oh, Boateng, der ist ja noch fit. Alter. Ich drück da gar nicht so lange rauf. Oh, Roger, Alter. Ach, das war schon? Ja. Toll. Also, wir bleiben dabei. Es ist ein tolles Turnier. Es ist ein tolles Format. Noch, ja. Kann sich schnell ändern. Yay. Hier, Popov. Popov, ja. 9. Genau. 9,9. Das hast du nur nicht gesehen. Der fällt nicht auf dem Platz. Aber der macht das so. 9,0. Du kannst hier nochmal das 1-0. Da ist nichts zu machen, Marvin. Ja, so. 17 Schüsse. Ich sammle mich und dann geht's nächsten Freitag weiter. Heiter weiter. Jetzt noch einen Zoom machen. Das ist ein gleiches Ergebnis. Nun, halt die Haare. Lass du reden. Tschüss.